Ja, vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Also, ich bin in Dresden aufgewachsen und zur Schule gegangen und habe dort Berufsausbildung gemacht, Abitur gemacht, studiert. Unter anderem habe ich 1,5 Jahre Physik studiert und habe das aber dann fallen lassen, weil ich das nicht ausgehalten habe in diesem System mit den Formeln und so formalisiert oder so, sagen wir, oberflächlich. Ich hatte zu der Zeit schon reingeworfen in Schauberger und in Tesla und habe dann im Studium gesessen und gemerkt, die erzählen mir nicht die Wahrheit. Wie schlimm das Ganze ist, das wird jetzt so langsam klar sozusagen. Damals habe ich es nur gespürt, dass es nicht stimmt, aber wie schlimm es wirklich ist, das kommt jetzt so langsam raus. Also wie verbogen wir eigentlich sind in unserer ganzen Wissenschaft. Und wir DDR-Bürger, bei uns gab es einen hohen Atheistenanteil. Also wir waren nicht so nicht kirchlich gebunden, viele hatten versucht, einen anderen Weg zu gehen sozusagen. Und dadurch ist man meiner Ansicht nach ein bisschen freier und ich komme halt von der Wissenschaft, aber bin dann rübergegangen und gebe jetzt Herzseminare. Also die Dinge, die ich heute tue, sind weit weg von dem, was ich je dachte, was ich im Leben mal tun könnte oder würde. Aber für mich ist es folgerichtig, deswegen heißt der Vortrag auch Heilige Geometrie und Herz oder von der Heiligen Geometrie zum Herzen. Also ich werde beide Bereiche mal anstreichen. Und ich habe das hier schon im Vorfeld so ein bisschen wahrgenommen. Mach's nicht zu theoretisch. Geometrie war ich immer schlecht. und so. Wir fangen mal so an. Wer von euch hat eine schlechte Mathematik- oder Geometrieerfahrung in der Schule mitgenommen? Okay. Die Geometrie ist unschuldig. Das liegt an den Lehrern, die das vermitteln. Das liegt nicht an der Geometrie, sondern das liegt an den Lehrern und an dem Schulsystem. Das Schulsystem ist nicht dazu da, freie Menschen zu machen. Und wenn man die Geometrie richtig machen würde, würde sie sehr viel tun können. Also von Herzöffnung über Bewusstseinsbildung, über Erwachungserlebnisse und, und. Keiner von euch könnte hier sitzen, wäre in diesen Körper gekommen, ohne die Geometrie zu kennen. Jede Zelle deines Körpers kennt die Geometrie, jede Pflanze kennt die Geometrie, alles ist Geometrie. Das ist die grundlegendste Sprache, könnte man sagen, der Wissenschaft oder der Natur. Sie ist zum Glück heute wieder ein bisschen bekannter geworden. Sie haben alle diese Karte gehabt, bekommen. Darauf ist abgebildet die Blume des Lebens und da werden wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Wer von euch kennt die Blume des Lebens schon? Ja. Wer von euch weiß, was sie bedeutet? Wir fangen mal so an. Also die Geometrie besteht aus zwei Teilen. Geo kommt von Gaia, dem Namen der Göttin des Planeten, auf dem wir leben. Und Metrie ist das Messen oder das Maß. Also man könnte sagen, die Geometrie ist das Maß der Göttin. Und der zweite Teil, wenn wir davor schreiben heilig, man kann auch sakral schreiben, im Deutschen hat sich heilig eingebürgert. Heilig kommt von heil oder ganz, also eine allumfassende Geometrie, die alles beschreibt. Und ich werde gleich zeigen, oder hoffe, dass ich es zeigen kann, dass es ganz einfache Regeln gibt und ganz einfache Prinzipien, die in der Geometrie liegen, die dann den ganzen Bauplan des Universums ausmachen. Und das Phänomen, dass wir heute leben und sagen, es gibt Wissenschaft und es gibt Spiritualität und die haben nichts miteinander zu tun, das ist ein Ding, das ist ungefähr 200 Jahre alt. Bis dahin war alles lebendig. Ja, wenn wir, die Planeten waren Kräfte, waren Götter dahinter, die Pflanzen waren Götter und. Wir haben das irgendwann getrennt und wir stehen hier gerade vor den Problemen sozusagen, die entstanden sind durch diese Trennung. Man kann die Geometrie aus verschiedenen Richtungen anfangen, aber ein Aspekt von Geometrie ist Ihnen garantiert schon mal begegnet. Das nennt sich die Quadratur des Kreises. Es gibt also sozusagen ein altes mathematisches Rätsel. Ich gebe Ihnen einen Kreis oder euch einen Kreis und ihr sollt daraus ein Quadrat konstruieren, was die gleiche Fläche oder den gleichen Umfang hat.
müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ich sehe schon so ein paar rote Lampen. Aber was dabei eine Rolle spielt, ist Folgendes. In der Überlieferung wurde gesagt, dieses Rätsel kann nur gelöst werden mit den beiden Werkzeugen Zirkel und Lineal. Dann in der Geschichte der Mathematik sagt man heute, wir können heute ausrechnen, dass das unmöglich ist, also wir sind viel intelligenter als die Griechen. Aber da steckte etwas ganz anderes dahinter, nämlich das Studium der Geometrie war immer ein Einweihungsweg und ein Lehrweg, um zu verstehen, wie diese Realität aufgebaut ist, in der wir leben oder in der wir existieren. Die beiden Werkzeuge, ganz kurz, Lineal und Zirkel, haben zwei Eigenschaften. Der Zirkel kann nur Kreise zeichnen und das Lineal, zusammen mit dem Stift natürlich, nur gerade Linien. Schauen wir uns im Raum um, schauen wir uns in der Natur um, können wir recht schnell feststellen, dass es eine polare Welt ist, in der wir leben. Wir haben ein männliches Prinzip und wir haben ein weibliches Prinzip. Männlich heißt nicht Mann, weiblich heißt nicht Frau, sondern jeder kann sich in so einem Spektrum einsortieren von diesen Prinzipien. Aber man kann es so ein bisschen charakterisieren, männlich ist gerichtet, nach außen gehend, gerade und weiblich ist aufnehmend, empfangend und rund. Also wenn ich etwas zeichne mit einem Kreis oder mit einer geschwungenen Linie, ist es weibliches Prinzip. Wenn ich etwas gerade zeichne, ist es männliches Prinzip. Und die Begegnung von beiden Polaritäten, lassen dann Informationen entstehen oder Wissen hervorkommen. Und die Geometrie ist nicht einfach irgendwas, was wir so im freien Raum machen, sondern es gibt in der Geometrie Schlüsselzeichnungen. Ich hatte gesagt, ihr hättet nicht auf die Erde kommen können, ohne Geometrie zu kennen. Ja? Ganz einfaches Bild, einfachste geometrische Form ist die Kugel oder eine einfache geometrische Form. Regentropfen, aber auch Hühnerei, Froschlaich, Schneckenei und natürlich auch menschliche Eizelle. Ihr habt alle mal so ausgesehen. Und jedes Mal, wenn du einen Kreis zeichnest, also du musst noch einen Sprung einführen, Zeichnen passiert zweidimensional, aber die zweidimensionale Darstellung ist eine Schattenform von der Kugel im Raum sozusagen. Und der Kreis erinnert einen ein bisschen dran an diese Kugelform. Ah, da haben wir mal angefangen. Dann mache ich den nächsten Schritt. Zellteilung von einer Zelle in zwei Zellen sieht dann so aus. Haben wir auch mal erlebt. Ja, wir sind ins Zweizellenstadium gegangen. Dann haben wir uns geteilt von den zwei Zellen in vier Zellen. Und die Form sieht so aus. Das ist schon ein erster geometrischer Körper, der nennt sich Tetraeder. Ja, er hat also vier Flächen und vier Ecken. Wir sind alle mal durch das Stadium gegangen. Nach den vier Zellen haben wir uns wieder geteilt und waren dann einen Moment lang so hier. Wir haben aus acht Zellen bestanden. Im Achtzellenstadium sind die Zellen noch nicht spezialisiert, sondern sind alle gleich. Man könnte das teilen und würde acht identische Wesen rausbekommen, sozusagen. Aber diese Figur, die heißt Ei des Lebens, hat wiederum Bezug zur Mathematik der DNS, zur Mathematik der Farben, zum I Ching, zur Musik und zu den Kristallen. Und wenn ich das zeichne, gibt es immer wieder Elemente in dir, in deinem Wesen, die sich erinnern, ach so war das, ach ja und so weiter. Also es passiert ein innerer Prozess. Das Zeichnen der Geometrie sollte vorzugsweise erfolgen auf weißem Papier. Also nicht am Computer und nicht, Buchlesen ist schön, aber es passiert viel, viel mehr, wenn du etwas zeichnest. Weil alles, was wir im Außen tun, wird auch in uns wiedergespiegelt. Und umgedreht, was in mir vorgeht, spiegelt sich dann im Außen wieder, in meinen Handlungen. Ja? Jetzt könnte ich sagen, wir machen eine Meditation, um die Gehirnhälften zu verbinden. Also stell dir vor, eine Kugel kreist zwischen deinen Gehirnhälften. Und mach das 100 Mal und bleibe mit deinem Bewusstsein dabei. Das schafft nicht jeder. Wenn du dich aber hinsetzt und einen Kreis zeichnest, nimmst du den Zirkel in die Hand und zeichnest mit deiner Hand diese Kreisbewegung. Deine Augen folgen dem Stift in dieser Kreisbewegung. Und das spiegelt sich in deinem Gehirn wieder. Und du verbindest automatisch deine Gehirnhälften dabei. Und dann kann man Zeichnungen machen, die 100 Kreise drin haben. Es macht Spaß. Und man merkt aber, wie die Leute plötzlich still werden. Ja, man hat nichts von Meditation erzählt, sondern sie kommen wieder bei sich an.
Und gleichzeitig, wer das intensiver macht, arbeitet mit der Geometrie und es tauchen Erinnerungen auf, irgendwelche Themen, die ungeklärt sind und so weiter. Vielleicht habt ihr schon mal von einer Traumatherapie gehört, die EMDR heißt. Man bewegt sich mit den Augen hin und her, um eben die Gehirnhälften zu verbinden. Und im Prinzip passiert das ähnlich mit dem Zeichnen eines Kreises, verbinde ich meine Gehirnhälften. Und ich entwerfe die ganze Zeit den Bauplan des Universums. Wir haben vorhin den Vortrag gehört über das Sterben und dabei gehört, wie sich dieses Bewusstsein höher bewegt zu einer Ebene, wo nur noch Liebe herrscht, wo reine Annahme entsteht oder vorhanden ist, nicht entsteht, weil die ist ja vorhanden. Die Weltsicht, die wir haben, das beruht auf einer nicht optischen Täuschung, sondern Bewusstseinstäuschung. Das ist sozusagen eingebaut in unserem Körper und ein bisschen geschichtlich bedingt, dass wir unser Bewusstseinszentrum verlagert haben im Körper. Und die Geometrie ist also ein Weg, um die Brücke zu bauen für jemanden, der völlig aus dem Verstand kommt, den wieder einen Weg zu bahnen, sozusagen, dass er mal die andere Seite von seinem Wesen spüren kann, dass er die emotionale Seite empfangen kann, dass die sich wieder verbinden. Also es geht nicht darum, jetzt von der rein männlichen Logik auf die weibliche Logik zu wechseln, sondern die Balance zwischen beiden Seiten zu finden. Und wenn man beide Seiten hat, dann öffnet sich das Dritte. Also es geht nicht darum, linke Gehirnhälfte oder rechte Gehirnhälfte ist besser, sondern beide müssen ausgeglichen sein, damit wir wieder ins Herz kommen können. Ich zeige mal ein paar Grundprinzipien aus der Geometrie. Sie alle kennen dieses Zeichen, das Yin-Yang-Zeichen. Ich könnte es jetzt noch ausmalen, dunkle Seite, helle Seite, dann machen wir noch einen Punkt rein und hier einen Punkt rein und sagen, wenn die lichte Seite am stärksten ist, ist der Samen gelegt für das Umschlagen in die dunkle Seite. Und wenn die dunkle Seite am stärksten ist, ist der Samen gelegt für das Umschlagen in die helle Seite. Aber hinter dieser Zeichnung liegt etwas anderes. Ein Kreis mit zwei Kreisen drin. Ich habe nur ein bisschen was rausradiert, aber so würde man anfangen, das zu konstruieren. Dann radiert man ein bisschen was raus. Aber man kann es auch noch ein bisschen anders zeichnen. Es geht jetzt ein bisschen schlecht ohne Zirkel. Aber ich glaube, es ist erkennbar. Das Yin-Yang-Zeichen kommt aus der Blume des Lebens, aus der Urgeometrie. Und was wir daraus sehen, ich hatte gesagt, Geometrie darf immer nur auf weißem Papier stattfinden. Weißes Papier deswegen, also warum das jetzt so gut geklappt hat, ich habe hier ein dünnes kariertes Muster im Untergrund, da konnte ich mir Markierungen machen, dass die Kreise gleich groß hinbekommen. Aber idealerweise mache ich Geometrie auf weißem Papier, damit ich nicht mit meinem menschlichen Bewusstsein rangehe und sage, ah, ich brauche jetzt mal einen rechten Winkel oder ich muss jetzt mal die Zentimeter nehmen, sondern das muss sich aus sich selber heraus entwickeln. Ja? Und weißes Papier, könnte man sagen, ist der kosmische Urgrund, der keine Worte kennt, keine Formen kennt, keine Namen kennt. Also unsere Sprache ist linear und hat eine eigene Logik drin. Das heißt, ich kann meinetwegen Gott sagen, dann ist aber automatisch auch möglich, über Nicht-Gott zu reden. Aber es gibt etwas, ein Bewusstsein, was jenseits der Worte ist. Ich kann jetzt sagen Bewusstsein, aber kann man ja sagen, da gibt es auch Nicht-Bewusstsein. Also es ist etwas, was nicht mit Worten beschreibbar ist, was aber in jedem von uns vorhanden ist. Ja, ich kann euch mit Worten, oder jeder, der Meditationskurse gibt, kann einen mit Worten an die Grenze führen, wo die Worte nicht mehr wirken, wo aber von innen wieder das Gefühl da ist, wo man es spüren kann, dass es da ist. Also man könnte symbolisch sagen, das weiße Papier beinhaltet diesen Urgrund, der ist unpolar, der hat alle Möglichkeiten. Ja, aus dem Papier kann ich jetzt ein Haus bauen oder eine Zeichnung machen, ich kann einen Liebesbrief schreiben, Kriegserklärung schreiben oder was auch immer. Ja, das beinhaltet alles. Dann gibt es eine Informationsebene,
Das könnte man sagen, ist das Teil hier, Blume des Lebens oder andere Geometrien. Und dann die Erscheinung in der realen Welt wäre eben in dem Fall das Yin-Yang-Zeichen, was wir hier sehen. Und hinter jedem von uns steht die Informationsebene und das Göttliche, wo wir eigentlich herkommen. Nun könnte man, oder anders gesagt, ich habe ja Physik studiert, oder ich habe es versucht. Und heute weiß ich, dass im Prinzip alle Forschung, die wir machen, alles, was wir tun, immer nur Bewusstseinsforschung ist. Weil wir am Ende uns selber erforschen. Weil wir Dinge erschaffen, die schon längst in uns angelegt sind. Ja, also jeder kennt das Phänomen, man denkt an irgendjemands Telefon klingelt und derjenige ist dran. Also gibt es diese Verbindung schon. Heute hat man eine SMS und schreibt, ja, ruf mich mal an oder geh mal das einkaufen oder so. Wir brauchen die Technik eigentlich gar nicht, weil es schon in uns angelegt ist. Oder wir haben früher Musik live gemacht und dann haben wir irgendwann festgestellt, irgendein cleverer Physiker, das kann man auch aufnehmen, das sind doch nur Schallschwingungen. Also zeichnen wir das auf eine Wachswalze, später dann auf eine Shellackplatte. Das war alles noch physikalisch greifbar sozusagen. Bis dann irgendeiner kam, wir können aber auch diese Schallschwingungen in Magnetfelder umsetzen. Und dann haben wir ein Tonband, wo wir das speichern. Später hat man dann gesagt, wir können es aber auch in Informationen umsetzen. Und heute sind wir so weit, da kauft man sich kaum noch eine CD, sondern man lädt sich einfach die Informationen aus dem Netz runter. Euch muss ich das nicht erzählen, ihr ladet wahrscheinlich auch alle möglichen Informationen aus dem Kosmos runter, weil das Universum sowieso schon so funktioniert. Ja, und für die Wissenschaft ist das nur ein Weg, um dahin zu kommen. Und ein anderer Weg ist, irgendjemand hat überlegt, ja, wie könnten wir Bilder übertragen? Erst wurde ein Fotoapparat entwickelt, Filme, um das aufzunehmen, dann hat man irgendwie gemerkt, man kann es in elektrische Signale umwandeln, dann hat man Bildschirme entwickelt, die ersten Fernseher waren rund, dann war so ein eckiger Fernseher mit niedriger Auflösung, da kamen die Computer mit hoher Auflösung. Jetzt hat der Beamer so eine Auflösung und die Pläne sind schon für die nächste Auflösung und die Firmen arbeiten schon an dreidimensionalen Beamern und Hologrammprojektoren und. Und eines Tages ist das ganz normal, dass wir die Dinger zu Hause stehen haben. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wir entwickeln etwas, was wir schon lange machen. Bei dem Beamer, was wir sozusagen gelernt haben, ich könnte jetzt einen Naturvortrag über, mit Beamer zeigen und sagen hier Grand Canyon, Sedona und was auch immer, Sächsische Schweiz oder so. Und alle würden sagen, auch schön, schöne Natur. Aber es ist nur eine Vereinbarung, dass wir das so sehen. Weil wenn man das Beamer-Bild anschaut, liegt im Hintergrund eine Kette von lauter Kästchen. Und die sind rot, grün oder blau. Und man könnte sagen, das ist die Matrix. Ja, wir bauen eine Matrix auf und auf der Matrix entstehen Informationen oder Formen, die wir zu Informationen verknüpfen und dann sehen, aha, das ist Natur und. Und es ist wieder nur so, wie die Realität funktioniert. Es gibt hier eine Matrix im Hintergrund oder ein Gitternetz, ein Feld, auf dem sich alles abbildet und wir lesen sozusagen permanent in diesem Feld und wir erschaffen gleichzeitig, also wir lesen und schreiben, wir stehen da in permanenter Verbindung. Weil wir eigentlich aus dem weißen Blatt Papier kommen. Und nehmen wir noch ein anderes Symbol aus der Geometrie, was auch jeder irgendwie kennt. Ein Fünfeck oder Pentagon. Und ich kann das Symbol nehmen und kann jetzt etwas anderes einzeichnen. Ein Pentagramm, ein Fünf-Stern. Jetzt seht ihr aber, hier in der Mitte ist wieder ein Pentagon vorhanden. Das lädt mich natürlich ein, gleich mal rumzuspielen. Und noch ein Fünf Sterne einzuzeichnen. Ach, hier ist ja noch was. Prinzip verstanden. Wir gehen in das Muster hinein und lernen, wie es funktioniert. Und dann, ach so, naja, wir könnten aber auch die Seiten hier verlängern. Ne? Und da
das hier und das hier, da wird ein großer Fünfstand rauskommen. Dann hätte man wieder ein großes Fünfeck, dann könnte man darum wieder ein Fünfstand zeichnen. Und dann. Also, geometrische Muster sind immer geschachtelt. Es gibt einen, erstmal noch um den Bezug zu euch herzustellen, also den Bezug zum Leben. Ich hatte gesagt, wo ist es? So hast du mal angefangen als Eizelle. Die Eizelle ist ungefähr 200 Mal so groß wie eine Körperzelle. Dann teilt sie sich in zwei Teile. Das findet aber in einer Schutzhülle statt. Das heißt, die Zellen werden kleiner. Und dann teilen sie sich in vier Teile, werden sie noch kleiner, werden sie noch kleiner. Die gehen also nach innen, lernen das Muster. Und dann haben wir es irgendwie gelernt und dann drehen wir uns rum und zeigen das. Also selbst heute als Erwachsener haben wir je nach Rechnung zwischen 500.000 und 10 Millionen Zellteilungen pro Sekunde im Körper. Und das funktioniert nur, weil wir es am Anfang mal gelernt haben, wie es geht. Wir gehen in ein Muster hinein und zeigen es dann im Außen, wie es aufgebaut ist oder wie der Teilungsprozess funktioniert. Und dann gibt es einen uralten Satz, den jeder schon mal gehört hat. Der kommt aus der Hermetik von Hermes Trismegistos und der heißt wie oben so unten. Wie außen so innen, wie im Großen so im Kleinen. Und ist eigentlich eine perfekte Beschreibung für ein geometrisches Muster. Ja? Wie außen so innen, also ob das hier außen ist oder hier innen, ist es immer das gleiche Bild. Und beschreibt aber auch den Aufbau unserer Welt. Und da gibt es nämlich ein Phänomen. Nehmen wir folgendes Beispiel, das ist unsere Sonne. Und wir haben die Sonne, die von Planeten umkreist wird. Ja? Das nennen wir mal eine Maßstabsebene. Gehen wir eine Maßstabsebene tiefer, ist das der Planet und der Planet wird umkreist von Monden. Oder beim Saturn dann die Ringe plus die Monde zum Beispiel. Wir können aber auch sagen, wir gehen eine Maßstabsebene höher, dann haben wir ein Galaxienzentrum und die Sonne mit allen anderen Sternen umkreist dieses Galaxienzentrum. Und es ist immer noch das gleiche Bild. Oder wir gehen zum Atomkern, der von Elektronen umkreist wird. Es ist immer das gleiche Bild, wie oben so unten, wie im Kleinen so im Großen. Das Bewusstsein hat sozusagen einen Bauplan ausgelegt und sagt, damit fangen wir an und gucken einfach mal, was dabei passiert. Also das Bewusstsein sozusagen als Selbsterfahrungsspiel. Wir probieren alle Möglichkeiten aus in dieser Realität und lernen einfach mal alles aus. Ja, probieren alles, was geht sozusagen. Und alle Erfahrung entwickelt sich daraus. Aber es ist nur ein Bauplan und der wird einfach nur gespiegelt und geschachtelt und so weiter. Zum Beispiel gehen wir, ich führe erstmal noch zwei andere Symbole ein. Der erste Schritt in der Geometrie ist der Kreis. Ich nehme meinen Circle, steche den ein und zeichne einen Kreis. Es gibt eine interessante Verbindung zwischen der Geometrie und der Beschreibung des Schöpfungsprozesses im Alten Testament. Das Alte Testament beginnt am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Wenn wir den religiösen Kram mal rauslassen, stellen wir uns vor, wir haben ein weißes Blatt Papier, es gibt kein Innen und Außen, kein Oben und Unten, keine Richtung. In dem Moment, wo ich einen Kreis zeichne, habe ich eine Trennebene zwischen Außen und Innen und dann kann man sagen, am Anfang schuf das Bewusstsein Außen und Innen. Dann geht es, also das Bewusstsein sitzt hier in der Mitte, untersucht das, was neu entstanden ist, bewegt sich an die Oberfläche, also hierhin, und tut das, was es schon kann, es zeichnet nochmal einen Kreis. Oder in meinem Fall ein Ei. In der Geometrie sagen wir, das ist der erste Tag der Schöpfung. Wieder ein Symbol, aber hier steckt etwas drin. Einmal das Auge, aber es ist auch die Geometrie des Lichtes. Ja, wenn ich Beamer dabei hätte oder im Buch, kann ich Ihnen zeigen, Pflanzen wachsen nach diesem Muster, Tieraugen wachsen nach diesem Muster, menschliche Augen wachsen nach diesem Muster und. Weil wir diesem Licht sozusagen entgegenwachsen oder weil wir mit dem Licht in Resonanz gehen wollen. Und andere Frage, wer von euch hat als Kind den Circle entdeckt und dann rumgespielt und die Blume gezeichnet? Und hat Spaß gemacht? No. Ja. Stundenlang. Ich sage ja, die Geometrie ist unschuldig. Weil ihr das drinne habt, weil ihr das wisst, weil du das spüren kannst. Aber
Wenn du dieses Bild zeichnest, einen Kreis in der Mitte, dann gehst du an die Oberfläche, zeichnest den ersten Kreis, dann den zweiten, den dritten, vierten, fünften und sechsten, entsteht dieses Bild. Und wir radieren den innersten Kreis heraus, wir betrachten nur den äußeren Kreis und sagen jetzt, jeder Kreis entspricht einer Kugel. Also die Kugel des Bewusstseins geht an die Oberfläche und bewegt sich einmal um die Mitte herum. Welche Form entsteht dabei? Der Torus. Also von oben sieht er so aus. Die Kugel geht an die Oberfläche und bewegt sich einmal herum oder so rum. Es ist die Form eines jeden Magnetfeldes. Also wir haben ein Magnet und dann stülpt sich auch oben raus und kommt unten wieder herein. Es ist aber auch die Form, es könnte so ein kleiner Starkmagnet sein, aber es ist auch die Form des Erdmagnetfeldes. Oder es ist die Form des Magnetfeldes der Sonne. Es ist die Form des Magnetfeldes der Galaxie. Wir sind geschachtelt in geschachtelten Formen in dem Universum. Es gibt keine, die Trennung, die wir hier erleben, das ist nur eine Illusion. Ja, es gibt nur Bewusstsein und alle Felder sind ineinander verwoben. Also der Mensch ist gar nicht denkbar ohne die Erde. Der versucht das zwar immer, aber der geht nicht ohne die Erde. Wenn wir irgendwo hinfliegen, müssen wir noch ein Stück Atmosphäre mitnehmen und wenn wir höher fliegen, muss man sogar das Magnetfeld mitnehmen, damit wir nicht durcheinander geraten. Also wir können im Moment nicht ohne Erde sein. Aber die Erde kann nicht sein ohne Sonne, weil die Erde im Magnetfeld der Sonne drin ist. Und alles bedingt sich untereinander und ist untereinander verbunden. Und Torus, hatten wir gesagt, ist aber auch die Form einer jeden Frucht oder fast jeder Frucht. Zum Beispiel beim Apfel hast du hier den Stiel und unten die Blüte. Das gleiche bei Tomate und. Ja. Nimmst du die Frucht und schneidest sie waagerecht auf, dann findest du in der Mitte wieder eine geometrische Anordnung. Im Apfel zum Beispiel dieses hier, ein Fünfster. Man kann also zeigen, es sind immer Symmetrien, die hier entstehen. Und wenn eine Zelle sich teilt, gibt es in der Mitte zwei Polkörperchen, die senden Fasern aus, fassen die Chromosomen an und für einen Moment ordnen sich die Chromosomen in der Form eines Sterns an. Das steht nicht in jedem Medizinbuch drin, hat den Namen Mutterstern und sieht dann also aus wie ein Apfel mit Stiel und Blüte und den Samen, bei uns sind es dann eben Chromosomen. Oder die Sonne, wir sehen sie zwar als Sonne und dann die Planeten in einer Scheibe, aber eigentlich ist es eine große Kugel oder ein Torus und ein Nordpol, ein Südpol und dann sind die Samen in dem Fall die Planeten. Und nun gibt es Beziehungen zwischen den einzelnen Kernpunkten oder Bausteinen und das Zentrum sozusagen von unserem System ist die Sonne. Und jetzt übertragen wir das auf den Menschen, dann haben wir unseren Körper, der ist erstmal, hat ja nicht so viel zu tun mit der Geometrie des Sonnensystems, meint man. Aber es fängt damit an, wir haben eine senkrechte Achse. Wir haben eine Prana-Röhre oder einen Hauptkanal, wo die Chakren drauf liegen. Das ist genau die Mittelachse von diesem Torus. Wir haben ein torusförmiges Energiefeld, nämlich hier oben einen Wirbel und wir haben unten einen Wirbel. Und darüber nehmen wir Energie auf. Oder atmen. Ich hatte gesagt, also es gibt das weiße Papier, dann gibt es die Informationsebene, dann gibt es die physische Ebene. Der Torus hat eine Eigenschaft, er lässt sich einmal um seine Achse drehen, aber er lässt sich auch in sich drehen. Also jetzt sind die Finger innen und die Daumen außen. Und wenn ich es rumdrehe, sind die Daumen innen und die Finger sind außen. Es ist so gesehen eine Oberfläche. Der menschliche Körper, das hier ist außen, also unsere Haut. Und dann geht es zum Mund hinein, durch den Verdauungskanal und kommt unten wieder raus. Und das ist eine Oberfläche. Also wir laufen eigentlich als Torus durch die Welt. Wir haben ein torusförmiges Energiefeld und wir haben einen torusförmigen Körper. Wir können nicht ohne Geometrie sein. Und nun gibt es manche Leute, die sagen, Blume des Lebens ist schlecht, weil die ist von zwei Kreisen umgeben und das grenzt das Muster ein und Begrenzung, es gibt keine Grenzen in der Natur und. Aber da ist was anderes dahinter. Nämlich, nehmen wir die Blume des Lebens oder den inneren Kreis,
Ich zeichne jetzt nicht alle Kreise ein, sondern, wenn ihr mal genau hinschaut, seht ihr einen Kreis, zwei Kreise, drei Kreise, die übereinander liegen. Und dann liegt hier noch ein Kreis und hier noch ein Kreis und hier. Und hier, also die müssten eigentlich den Rand berühren. Wenn du 7 gleich große Münzen nimmst oder CDs, ergibt sich dieses Muster. Das ist so ein Teil, was in der Blume des Lebens drin ist. Und damit haben wir aber gleichzeitig sozusagen definiert oder vorgegeben eine Schachtelsequenz oder eine Wiederholungssequenz, weil die Blume des Lebens nämlich ein mehrdimensionales Objekt ist. Dieser Kreis ist ja nicht das Ende vom Spiel, sondern da ist ein Kreis, da ist ein Kreis, da ist ein Kreis, da ist ein Kreis und so weiter. Und es geht ins Unendliche hinaus und ins Unendliche hinein. Während der Beamer also uns ein Bild erzeugt, was nur aus einer Pixelgröße besteht, ist die Realität nicht aus einer Pixelgröße, sondern aus geschachtelten Pixelgrößen. Und solche geschachtelten Muster nennt man in der Mathematik holographisch oder eben selbstähnlich und haben die Eigenschaft, dass man an jedem Punkt die Information vom gesamten System wieder empfangen oder finden kann und abrufen kann. Und die Physik kommt jetzt nach und nach dahinter, dass die Annahme, die wir gepflegt haben, nichts kann schneller als Lichtgeschwindigkeit sein, eine Fehlannahme war. In einem holographischen Muster ist alle Information zu jeder Zeit überall abrufbar. Also, wenn ihr draußen die Sonne seht, in unserem physikalischen Bild ist das Licht 8 Minuten unterwegs zu uns. Das heißt, die Sonne, die wir sehen, ist 8 Minuten alt. Sie bewegt sich aber in 2 Minuten um ihren Durchmesser weiter. Das heißt, die ist schon 3 Schritte weiter. Wir sehen sie da, aber die ist schon hier. Wir gucken immer in die Vergangenheit. Wenn du dich aber ein bisschen mit Meditation oder Informationen auskennst und dich einstimmst auf die Sonne, dann kriegst du ja sofort eine Information von der Sonne. Oder Andromeda oder. Also stellen wir uns vor, wir machen Channel-Sitzung mit der Sonne. Ihr gebt mir eine Frage, ich schicke die zur Sonne hoch, dann geht die 8 Minuten hin. Dann kommt nach 8 Minuten wiederum die Antwort und wir sitzen hier und die Sonne sagt, ich habe die Frage nicht verstanden. Dann dauert es eine halbe Stunde, bis wir vielleicht mit der Kommunikation anfangen können. Und dann reden wir über 8 Minuten und die anderen Planeten sind weiter weg und so weiter. So geht es ja nicht. Das Universum kommuniziert ständig. Und die Physik kommt jetzt gerade dahinter, dass das geht. Also, es ist alles ein Informationsnetz. Nun ist es aber so, warum wissen wir das hier nicht auf der Erde und warum haben wir das vergessen? Was ist das? Das heilige Brötchen. Das ist ein Gehirn, oder soll ein Gehirn sein. Symboldarstellung des Gehirns. Um nochmal in Erinnerung zu rufen, dass unser Gehirn aus 2 Teilen besteht. Und wenn wir die Welt mit dem Gehirn betrachten, erhalten wir immer 2 Antworten. Und ein großer Teil unserer Polarität, ein großer Teil unserer Probleme entsteht, weil wir die Welt mit diesem Ding hier anschauen. Das ist. Aber ohne Vision wird man gar nichts sehen. Es gibt Leute, die sagen, du musst den Verstand ausschalten und du musst. Aber wir haben ja den Verstand bekommen und wir haben das Gehirn bekommen, um es zu benutzen. Ja, wenn wir es nicht brauchen würden, hätten wir es nicht bekommen. Also es hat schon seinen Sinn, aber. Nehmen wir jetzt ohne Erklärung, wir nehmen mal nur die 3 Kreise in unserem Körper oder die 3 Kreise, die übereinander liegen. Dann haben wir einen Teil hier, das ist das Brötchen. Das ist das Herz. Und das hier unten male ich mal nicht.
Oder doch, wir machen es mal ganz geometrisch. Wir zeichnen zwei sich überlappende Kreise, weil das Bild der sich überlappenden Kreise mit dem Licht war ja, das Bewusstsein hat sich aus der Einheit entschieden, in den zweiten Kreis zu gehen, in die Zweiheit. Also als Tor sozusagen, aus der Einheit in die Zweiheit. Die Zweiheit hat immer Zweifel, Zwist, Zwietracht, zwielichtige Seiten und so. Aber es ist ein Portal sozusagen, um in eine neue Welt zu gehen. Deswegen kann man diese überlappenden Kreise, die heißen Fischblase, auch hochkant zeichnen. Und dann ist es die Mandorla, der Heiligenschein. Also unsere dichte Welt öffnet sich und Jesus kommt und sagt, kehret um oder Maria oder. Aber wenn ich zu euch rede, die Worte, die ich hier sage, existieren in mir, in meinem Bewusstseinsfeld und müssen durch ein Tor in diesen Raum kommen. Jetzt schaut euch mal die Geometrie des Mundes an. Ja, das ist eine Fischblase. Und geometrische Muster sind immer geschachtelt. Da gibt es auch eine, die im rechten Winkel dazu liegt. Und dann gibt es noch eine, damit ihr wisst, wo das Katzenauge herkommt. Also, Geometrie des Mundes. Nächste Fischblase hier, von der Nase zum Kinn und dann von hier zu den Kiefern. Und neben dem Prozess, wo du als eine Kugel angefangen hast, 2, 4, 8, 16 und so weiter, das Ganze hat ja stattgefunden in einer Kugel, in dem dunklen Raum. Und dann bist du durch ein Portal in die Welt hinausgetreten. Und dieses Portal ist die Vulva oder der Muttermund. Ja, und deswegen habe ich hier unten dieses Zeichen gemalt, weil die zwei überlappenden Kreise auch ein Symbol ist für die weibliche Qualität, für die weibliche Schöpferkraft oder für die Möglichkeit, Leben zu gebären. Wir haben also im Körper drei Schöpfungszentren, aus denen heraus wir Realität erschaffen können. Wir können hier unten, wenn wir Kinder erschaffen zum Beispiel, arbeiten wir daraus oder wenn wir irgendwelche Magier angucken oder Musiker, die Sexualkraft nehmen, 99% der Welt werden hier rausgeschaffen. Das Geheimnis, wie Leben entsteht, hat der Kopf nie geknackt und kann er auch nicht knacken. Deswegen versucht er irgendwie, das Kinderkriegen noch zu fördern, aber danach die Kinder gleich abzusaugen und in die Industrie reinzuführen. Aber es gibt noch ein drittes Zentrum, über das fast keiner spricht. Und das ist das Herz selber. Und das Herz sieht völlig anders aus. Oder nicht anders, es hat einen anderen Blickwinkel. Das eine ist, verurteilt das Gehirn nicht dafür, dass es tut, was es tut. Das ist die Aufgabe des Gehirns, Realität zu schaffen und Realität zu interpretieren. Ich vergleiche es immer mit einem Kind, wo die Eltern nicht da sind. Was mache ich denn jetzt? Was kann ich? Ah ja, ich kann Polaritäten schaffen, Realitäten schaffen. Fängt das Gehirn erstmal an und interpretiert. Wir haben an irgendeinem Punkt den Kontakt zum Herzen verloren. Und wenn wir es schaffen, sozusagen den Kontakt vom Herzen zum Gehirn wiederherzustellen, erster Schritt, wir müssen das Gehirn in die Balance bringen, damit es ausgeglichen wird, dann können wir das Herz mit dem Gehirn verbinden. Und dann sagt das Gehirn, oh, endlich. Ihr kennt das alle, wie anstrengend Polarität sein kann. Wenn man aber mit dem Herzen verbunden ist, ist es viel einfacher. Dann kann das Gehirn mal Ruhe einkehren lassen und die Bilder, die Ideen, die kommen aus dem Herzen und die sind unpolar. Und plötzlich haben wir auch eine Realität, aber die Realität wird vom Herzen geprägt oder interpretiert. Und ein Großteil unserer Phänomene entsteht also hier, aber wir müssen wieder hier hinkommen. Nun ist es so, als man angefangen hat, so den Menschen elektrisch zu entdecken, hat man festgestellt, oh, der Körper hat ein Feld und das Herz hat ein Feld. Und später hat man dann gelernt, man kann aus dem Feld auch lesen mit elektrischen Methoden oder mit Computern und das messen und festgestellt, dass das Herz ein Energiefeld hat, das so hier aussieht, das torusförmig ist. Und eine Ausdehnung von 3 bis 9 Metern hat. Und dieses Feld in permanenter Kommunikation mit der Umgebung ist. Wenn wir hier im Raum sitzen, wir gucken, ihr guckt alle nach vorn, aber eure Herzen unterhalten sich die ganze Zeit. Die Felder unterhalten sich, ihr lest von meinen Feldern, ich lese von euren Feldern und. Das Herz sieht ganz anders. Und man kann, du
bist in deinem Bewusstsein unabhängig von dem Körper, eigentlich. Durch irgendwelche Phänomene oder Katastrophen oder Illuminaten oder was auch immer sind wir gefangen in diesem Körper und haben den als Werkzeug, um hier in die Welt zu schauen. Und der hat aber verschiedene Möglichkeiten, wie wir diesen Körper benutzen. Die meisten sitzen hier oben in der Mitte des Kopfes und schauen von hier aus die Welt an. Wenn wir unsere Kultur anschauen, das ist eine Kopfkultur. Also wir stellen uns die Köpfe von wichtigen Leuten auf dem Marktplatz oder ins Bücherregal. Von Albert Einstein, das Gehirn liegt noch in irgendeinem Labor, während das Herz schon längst unter der Erde ist. Das war aber nicht immer so. In Ägypten, wenn eine Person, die etwas höher stehend war, gestorben ist, wurde sie der Körper geöffnet, die Organe in eigenständige Gefäße beerdigt. Und ein Organ wurde wieder hineingelegt in den Körper und ein Organ wurde weggeworfen. Jetzt können Sie raten, was ist. Die Puzzleteile haben Sie schon mal wahrscheinlich gehört. Das Gehirn wurde weggeworfen und das Herz wurde wieder hineingelegt in den Körper. Weil das war das Wichtige, oder? Das war der Sitz der Seele, der Sitz des Organismus. Und wenn wir können jetzt das Herz untersuchen, warum pulsiert es, wo kommt der Puls her, aber das eigentliche Rätsel des Pulses werden wir nie knacken können. Wir können es vielleicht einsortieren auf ein Areal, aber es ist der Puls des Lebens, der hier drinnen sozusagen schwingt. Und dieser Puls oder dieser Torus hat eine Eigenschaft. Es gibt ein Feld, was sich so rumdreht, und es gibt ein Feld, was sich so rumdreht. Die drehen sich permanent gleichzeitig. Das heißt, auf der Oberfläche haben wir alle möglichen Polaritäten, aber in der Mitte gleichen sich die Polaritäten aus. Und in der Mitte, im Herzen, ist also ein Punkt, wo es keine Polarität gibt, wo das Bewusstsein sitzt. Und dieser Punkt ist identisch, da haben wir es, mit einem solchen Punkt von jetzt hier Fünfeck oder von der Blume des Lebensstruktur, von so einem Kreuzungspunkt. Das heißt, das Herz steht in Verbindung mit dem ganzen Kosmos. Das Herz weiß alles. Das Herz kennt alle Informationen. Nur wir Menschen sitzen hier oben mit unserem Gehirn sozusagen und fahren unseren eigenen Film und glauben, wir wären Herr der Lage, aber eigentlich sind wir das gar nicht. Wir müssen es also wieder schaffen, von da oben nach ins Herz zu kommen. Und deswegen, also die Geometrie hilft, das so ein bisschen zu verstehen, um dem Verstand eine Brücke zu bauen, um dann zu sagen, okay, jetzt fangen wir mal an zu fühlen. Jetzt spüren wir mal das Herz wieder. Jetzt fühlen wir mal wieder hinein. Und man kann dann Übungen machen, das Bewusstsein bewusst in deinen Körper zu verschieben. Also wir stellen uns vor, wir wären im Kopf und lassen uns mal sinken und gehen ins Herz hinein und sehen plötzlich eine völlig neue Welt. Und dort gibt es dann etwas, also es gibt verschiedene Räume im Herzen, die man besuchen kann und aus denen es sich dann, irgendwann bist du sowieso nicht mehr zurück oder wenn du das erste Mal da bist, mal ganz einfach gesprochen, es sind wie zwei Kreise, wobei das multidimensionale Geometrie ist, das kann man nicht einfach in zwei Kreisen darstellen, aber als Hilfsmittel. Wenn du ins Herz hineinkommst, der erste Kreis oder der erste Raum, den du betrittst, den nennen wir den heiligen Raum. Der heilige Raum beinhaltet alles Wissen, wer du bist, wo du herkommst, wer du warst, was du gelernt hast. Das ist immer ganz interessant, also ja, 1800 und war ich mal der und der oder ich habe das und das dort und dort gelernt. Spannend ist es dann, in den zweiten Teil zu gehen, die kleine Kammer. Und die kleine Kammer ist dann identisch mit diesem Punkt. Die hat zwar eine Ausformung, da sieht man etwas, aber sie ist identisch mit diesem Punkt. Es gibt im ganzen Universum nur eine einzige kleine Kammer. Also du kannst da hineingehen, die ist in dir, aber die ist gleichzeitig wie ein Portal ins ganze Universum. Und dort drinnen findest du die Sterne, du findest alle Planeten und du findest alle Lebewesen, die je gelebt haben und leben werden, denen du begegnet bist und so weiter. Du kannst also aus dem Herzen heraus das Universum bereisen, du kannst alle Wesen treffen und. Es gibt nur eine Einschränkung.
wenn ich hingehe und meine Ex herzitiere oder mein Freund, gib mir das Geld zurück, warum hast du mich verlassen oder so, das sind alles Gedanken, die vom Kopf herkommen. Da fliege ich sofort wieder aus dem Herzen raus. Ja, das Herz arbeitet auf einer ganz anderen Ebene. Es hat eine völlig eigene Logik, aber es hat auch, wie sagen wir, eine eigene Geschichte, wie es auf die Welt sieht. Und da gibt es keine Trennung, keine Verurteilung, keine Polaritäten, sondern für das Herz ist einfach alles so, wie es ist. Es lebt im Augenblick. Das ist reine bedingungslose Liebe. Du könntest dir das Herz anschauen, zum Beispiel, machen wir das mal im Seminar, du stehst vor dem Herzen, schaust an, wie es pulsiert, kommunizierst mit ihm und dann erinnerst du dich dran, das allererste Organ, was in dir entsteht, ist dein Herz. Nach 4 bis 6 Wochen ist das Herz fertig und pulsiert. Da ist noch kein Gehirn da, da ist noch nichts anderes da, aber das Herz ist da. Und es pulsiert und pulsiert und pulsiert. Und das macht das ganze Leben. Und es gibt dir bedingungslos sozusagen das Blut, die Lebensenergie und begleitet dich. Und wenn du dann in dein Leben zurückschaust, da gab es Momente, wo du, die dir peinlich sind, die du nie jemandem erzählen würdest. Oder wo du dir wehgetan hast, wo du jemand anders wehgetan hast, oder. Ja, das Herz war einfach da. Das war aber auch da in deinen glücklichsten Momenten. Das war in deinen liebevollsten Momenten da. Und es hat immer dir Hinweise gegeben, Empfehlungen gegeben, Bilder gegeben und zu dir gesprochen. Es gibt niemand, der das nicht hat, aber die meisten drücken es halt weg. Aber wenn man sich dorthin begibt und mal nachfragt, kommen automatisch die Antworten. Okay, das. Im Prinzip, das, was wir vorhin beim Vortrag über das Sterben gehört haben, das kannst du alles in deinem Leben schon vorher haben, weil dieses Urteil in deinem Kopf entsteht. Die Verdrängung existiert in deinem Kopf, aber im Herzen existiert die nicht. Und die Verknotung, die wir hier oben geschaffen haben mit all unseren Konzepten und so weiter, die hindern uns ein bisschen daran, hier runterzugehen, aber gleichzeitig, weil wir Angst haben vor dem Schmerz, aber gleichzeitig ist es so, gibt so einen Spruch, es ist dir vergeben, bevor du es getan hast. Ja? Die Verurteilung existiert nur bei dir, für das Herz ist es egal, das ist einfach so. Die Sonne geht morgen auch wieder auf und der nächste Herzschlag kommt auch wieder. Das Herz lebt nicht in der Vergangenheit, es lebt nicht in der Zukunft, es lebt hier. Stellt euch vor, das Herz würde sagen, damals, vor 20 Jahren, da hatte ich den perfekten Herzschlag, den kriege ich jetzt nie wieder hin. Oder in 20 Jahren, wenn ich den Menschen treffe, dann mache ich den perfekten Herzschlag. Das geht nicht. Ja, das Herz ist einfach. Es macht in jedem Moment das Richtige. Und sich mit dieser Quelle wieder zu verbinden, lässt vieles neu, lässt ein neu schauen auf die Welt. Wir kommen weg von dem Selbsturteil und wir entdecken wieder das Positive und. Ja. Und deswegen ist es also wichtig, ich mache die Geometrie, weil sie Spaß macht, weil sie mit mir Freude macht, aber gleichzeitig ist es immer der Weg, der mich wieder ins Herz führt. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach wichtig, also sich mit dem Herzen zu beschäftigen. Es gibt unterschiedliche Zitate von Urvölkern, die sagen, die genau das beschreiben. Im Herzen sind die Sterne vorhanden und die Planeten und. Ich habe in meinem Leben, als ich Physik studiert habe, zu der Zeit mal eine Sternwarte gehabt. Und durchs Teleskop irgendwie Sterne geschaut, was eine wunderbare Erfahrung ist. Aber wir haben die Sterne in uns drin. Ihr habt alle wahrscheinlich schon mal gehört, dass das hier nur Maya ist. Illusion. Und dann denkst du dir immer, ja schön, und was mache ich jetzt damit? Ich muss trotzdem arbeiten gehen. In tibetischen Quellen steht drin, es sind nicht die Augen, die die Realität anschauen, sondern es ist das Licht des Herzens, was nach oben steigt, rausprojiziert wird und dann schauen die Augen die Realität an. Wir erschaffen permanent die Realität und gucken gleichzeitig drauf. Also bei der Forschung des freien Bilds hat man das entdeckt,
Ich entscheide mich, meinen Arm zu heben, dann ist das schon eine halbe Sekunde vorher in meinem Gehirn ablesbar. Und ich glaube, ich hätte das entschieden, aber das ist schon viel eher entschieden. Also, wir erschaffen etwas und schauen im Nachgang auf das, was wir geschaut haben und glauben, wir wären Opfer von dem, was wir geschaffen haben. Wenn wir aber im Herzen sind, löst sich das alles auf und wir kommen dort zum Originalbauplan. Also Sonne da draußen ist Maya, aber Sonne im Herzen ist das Original. Jupiter im Herzen ist das Original und. Und man findet dort alles und wie gesagt, natürlich Lebewesen auch und Gott und alle Prinzipien und Götter und so weiter, kann man alles dort finden. Und die Begegnung, die Reise dorthin ist immer wieder berührend und immer wieder ja, lebensverändernd. Ich habe Leute, die sich Vorwürfe gemacht haben, wie, naja, man könnte das Beispiel nehmen von vorhin wieder vom Sterbevortrag, einer geht aus dem Zimmer raus und dann stirbt derjenige. Ja, dann geht man aber ins Herz hinein, trifft sich mit dem anderen und sagt, wo ist denn das Problem? Ich bin immer noch da. Oder wir sind immer noch verbunden. Also das Urteil aus dem Kopf löst sich sofort auf und man kommt wieder in Verbindung mit dem Leben und so weiter. Es gibt auch eine schöne, oder fangen wir anders an, was hindert uns ins Herz zu gehen? Das eine ist die fehlende Information. Also es sagt uns niemand, dass dieser Ort da ist. Es sagt uns niemand, dass man dorthin gehen kann. Und das andere ist, wir sind irgendwann mal verletzt worden im Leben oder haben uns verletzen lassen. Und dann haben wir gesagt, so möchte ich nie wieder verletzt werden. Und machen das Herz einen Schritt zu, damit mir das nie wieder passiert. Dann machen wir es noch mehr zu und noch mehr zu und noch mehr zu. Davon hat aber der, der uns verletzt hat, nichts. Und wir erst recht nicht. Weil wir uns selber abschnüren. Und es gibt ein schönes Märchen, Froschkönig und der eiserne Heinrich. Da gibt es so einen berühmten Satz, der Prinz ist verwandelt worden in einen Frosch, wird dann irgendwann erlöst, die Prinzessin und der Prinz verlieben sich ineinander, werden abgeholt und ins Schloss gefahren, um dann König und Königin zu werden. Und dann gibt es Heinrich, den Bediensteten von dem Ritter oder von dem Prinzen. Genau. Und der fährt mit der Kutsche sozusagen Richtung Schloss und es knallt dreimal und der zukünftige König oder der Prinz ruft aus der Kutsche, Heinrich, der Wagen bricht. Und der Heinrich ruft von vorne, es ist nicht der Wagen, der bricht. Es sind die Bande, die ich gelegt habe, um mein Herz vor lauter Schmerz, die wieder aufgehen. Und das sagt genau das. Es ist nicht der Wagen, der bricht, sondern es sind die Bande, die ich gelegt habe um mein Herz. Also der Heinrich hatte sich so Eisenbänder ums Herz gelegt, um den Schmerz aushalten zu können, weil der Prinz verwandelt worden ist in einen Frosch. Und es geht also darum, das wieder zu heilen, diese Wunde zu heilen. Und das ist, jeder hat so eine Wunde. Jeder hat so ein Ding in sich. Ja? Aber wir wollen die niemandem zeigen und wir schaffen da eine Gegenpolarität und dann drehen wir uns immer in unserem selben Kreis. Ja? Wenn jetzt jemand vor dir stehen würde, nehmen wir an Jesus oder irgendjemand, den du akzeptierst, oder als freiste, liebendste Persönlichkeit, der dich in die Augen schaut und sagt, seh dich, dann hast du das nicht mehr verstecken und öffnest das wieder. Und das muss nicht sozusagen ein Mensch sein, oder ein Wesen, sondern wir können es auch selber sein. Weil wir in uns diese Liebe tragen. Wir tragen in uns dieses reine Bewusstsein. Und man kann mit ein paar Übungen Menschen da wieder hinführen, das zu fühlen. Wir sind nur konditioniert, dass wir das nicht dürfen in unserer Gesellschaft. Dass das nicht schickt und. Aber wenn wir das machen, wenn wir uns gegenseitig Liebe geben, jedes Mal, wenn du das Herz öffnest, öffnet sich das Gegenüber ein Stück. Oder wird zumindest herausgefordert, sich zu öffnen. Ob es sich dann öffnet, ist das andere, aber der andere kann sich zumindest positionieren dazu. Aber ich lade euch sozusagen ein, euch mal auf den Weg zu machen. Die Konzepte hier oben sind nett, macht Spaß, aber an irgendeinem Punkt sind sie auch langweilig. Ja? Und viel interessanter ist die Welt, die wir im Herzen wiederfinden können.
Und von der, aus meiner Sicht, diese göttliche Realität und die Welten mit den Matrix-Ebenen, die wir noch bereisen können. Wir sind hier gestrandet auf der tiefsten, dunkelsten, dichtesten, die es gibt, sozusagen, könnte man annehmen. Aber diese polare Welt ist nur ein Millionstel von dem, was noch möglich ist. Und wir dürfen uns wieder lösen von den ganzen Kämpfen, die wir hier haben, von den Polaritäten und immer suchen, weil es gibt in jeder Situation immer einen dritten Weg, eine Lösung, wo das Leben gewinnt. Ja? Es muss nicht der gewinnen oder der, sondern es gibt irgendeine Lösung, wo alle Seiten gewinnen. Und du kannst sie finden, immer und immer wieder. Und das stärkt dein Herz, das stärkt das Vertrauen, dass dieser Weg gangbar ist und, und. Und das ist sozusagen meine Einladung an euch, euch wieder auf den Weg zu machen und das Herz zu entdecken. Und wenn euch mehr davon interessiert, was ich darüber zu sagen habe, dann habe ich meine Bücher und DVDs über Geometrie, über das Herz und Seminare und so weiter. Ansonsten glaube ich, habe erstmal den Bogen geschlagen von der Geometrie zum Herzen. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. Was machst du jetzt für einen Bogen? Na? Ja, Alisa hat ja gerade schon gesagt, geht es noch ein bisschen, irgend noch eine kleine Übung oder gibt es noch irgendwas Praktisches, um dieser Einladung dann auch wirklich folgen zu können? Ja, es kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben oder wie. Was ist das Minimum? Das braucht ja, dann 10 Minuten oder so. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir, okay. Dann, es gibt eine ganz einfache Meditation. Mal gucken, wie weit gehen wir. Es gibt eine einfache Meditation, die nennt sich Einheitsatem und die würde ich einfach mal mit euch machen oder euch einladen, sie zu tun. Tun müsst das selber, ich sage es mal. Ganz einfach, seid ihr bewusst, also stell dir vor, es gibt eine Energieröhre in dir, das weißt du schon, dann gibt es einen Torus und diese Energieröhre, kannst du dir vorstellen, ist nach oben verbunden mit dem Kosmos und nach unten mit der Erde. Das ist sowieso da. Aber wir schließen uns sozusagen nochmal bewusst an diese Linie, an diese Verbindung und schauen mal, was dabei entsteht in deinem Herzen. Es ist hilfreich, gerade zu sitzen, Beine und Hände nicht zu überkreuzen und dann die Augen zu schließen und nach innen zu schauen. Nimmst 2, 3 tiefe Atemzüge und lässt deinen Körper zur Ruhe kommen und deinen Verstand, der die ganze Zeit noch nachdenkt vielleicht. Und fühlst deinen Atem. Und spürst deine Füße, die auf der Erde stehen. Und dein Gesäß, mit dem du auf dem Stuhl sitzt. Ohne nachzudenken, das Erste, was kommt, nimmst du einfach. Du erinnerst dich an einen Platz in der Natur, der für dich der schönste ist. Wo du das Gefühl hast, nach Hause zu kommen oder wo du das Gefühl hast, dein Herz geht auf dabei. Und jetzt sieh, spüre und fühle, dass du nicht auf dem Stuhl sitzt, sondern in der Natur an diesem Platz. Und wenn du atmest, atmest du die frische Luft der Natur. Du spürst den leichten Windhauch. Und hörst vielleicht die Geräusche der Landschaft oder die Tiere. Und atmest und fühlst, dass du mit allen Sinnen und deinem ganzen Körper in der Natur bist, in diesem Augenblick.
Und dann fühlst du dein Herz in der Mitte oder den Raum in deiner Brust und fühlst, wie es warm wird oder weit und weich und fühlst die Liebe zu der Landschaft, in der du gerade bist. Und spürst mit jedem Atemzug, wie das Herz größer wird und du nicht nur die Landschaft liebst, sondern auch das Land drumherum. Und eigentlich auch den Kontinent, auf dem du gerade bist. Und wenn du dein Herz noch ein bisschen größer werden lässt, umfasst es die ganze Erde. Und du fühlst in diesem Moment deine Verbindung mit dem Planeten. Und spürst, wie eng ihr verbunden seid miteinander. Alles, was du besitzt, alles, was du an dir trägst, alles kommt von Mutter Erde. Die Nahrung, die du zu dir nimmst, die Luft, die du atmest. Du bist ihr Kind und sie gibt dir die ganze Zeit bedingungslos und lässt dich teilhaben am Leben. Und du kannst fühlen, was es in deinem Herzen macht mit dir. Eine Kugel aus Licht dir vorstellen und deine Gefühle für Mutter Erde hineinlegen. Oder ein Bild, ein Danke, ein Gefühl, was du Mutter Erde senden möchtest. So, als würdest du eine Gabe, ein Geschenk oder ein Liebesgruß senden an die Mutter. Und nimmst dann einen tiefen Atemzug und schickst die Kugel beim Ausatmen nach unten entlang deines Energiekanals in die Erde hinein. Zum Herzen von Mutter Erde. Und wenn du wieder einatmest, meist geht es ganz schnell, kommt von unten eine Antwort zurück, ein Gefühl oder eine Qualität. Mutter Erde ist einen Atemzug entfernt oder nicht mal, sie ist direkt verbunden mit dir und sie antwortet sehr schnell. Und du fühlst ihre Liebe in dir aufsteigen, in deinem Herzen ankommen und strahlst sie in deinen ganzen Körper aus. So, dass deine Erdverbindung in diesem Moment nochmal bestärkt wird oder wahrgenommen wird von dir. Du sitzt also in der Natur, in deiner Landschaft und fühlst, wie du eins bist mit der Erde und die Liebe zwischen euch pulsiert. Und dann erinnerst du dich an den schönsten Sternenhimmel, den du je gesehen hast. Und siehst, wie er sich über dir wölbt. Die Milchstraße, die Planeten, die Sterne. Und erinnerst dich an dieses Gefühl, die Sehnsucht nach der kosmischen Heimat, was du in dir trägst. Und fühlst auch das in deinem Herzen. Man kann sagen, die Sterne entsprechen dem männlichen Aspekt, dem männlichen Prinzip. Und du fühlst die Liebe für Vater Himmel in dir. Und formst wieder eine Kugel aus goldenem Licht und legst diese Liebe hinein, das, was du Vater Himmel sagen möchtest. Nimmst einen tiefen Atemzug und sendest die Kugel nach oben, entweder zur Sonne, zum Zentrum der Galaxie oder direkt ins Herz von Vater Himmel.
und siehst, spürst und fühlst, wie von oben eine Antwort hineinkommt, wie sie in deinem Herzen dich berührt und ausstrahlt in deinen Körper. Und du für einen Augenblick ganz eins bist mit Vater Himmel. Dann öffnest du dich bewusst für beide Seiten und lädst Himmel und Erde ein, jetzt in diesem Moment in dir zusammenzukommen und in deinem Herzen sich zu vereinigen. Die Polaritäten vermischen sich, lösen sich auf und es entsteht ein Licht oder eine Liebe von universeller Einheit. Was zuerst in deinem Herzen auftaucht und aber immer größer wird. Es füllt deinen Körper aus und so wie das Herz größer wird, strömt die Liebe von oben und unten nach. Es füllt diesen Raum aus und mit jedem Atemzug wird es weiter. Das ganze Haus, das Tal und das Land, in dem wir sind. Du kannst es immer weiter werden lassen, den Kontinent, den Planeten, das Sonnensystem, die Galaxie und alle sichtbaren und unsichtbaren Ebenen, bis es nichts mehr gibt, was außerhalb deines Herzens ist. Und du atmest mit dem Universum und wirst geatmet. Vielleicht spürst du, wie die Rhythmen des Körpers Widerspiegelungen im Kosmos haben. Oder der Kosmos widerspiegelt in deinen Rhythmen. Und du kannst noch einen Schritt weiter gehen und dir vorstellen, in diesem Moment wären Vater Himmel und Mutter Erde in ihrem persönlichen Aspekt bei dir. Vater Himmel rechts, Mutter Erde links. Und du fühlst nochmal die Liebe pulsieren von dir zu dem Weiblichen und von dem Weiblichen zu dir. Und von dir zu dem Männlichen. Und von dem Männlichen zu dir. Und jenseits der Erfahrungen, die wir hier auf der Erde gemacht haben, die reine Liebe zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, zwischen Vater Himmel und Mutter Erde. Wenn du es als gleichseitiges Dreieck sehen willst, du, Vater Himmel, Mutter Erde, sind alle drei Seiten ausgeglichen, gleich lang. Und die Dreieinigkeit ist in diesem Moment hergestellt. Es herrscht nur Liebe zwischen allen Seiten und überall. Und du kannst die Liebe nochmal bewusst nach innen fließen lassen und dich selber lieben, so wie du bist. Dann nichts mehr zu sagen. Du kannst fühlen, wahrnehmen und schauen, wie sich das anfühlt für dich, was in deinem Herzen vorhanden ist und erreichbar ist.
Und wenn du magst, kannst du wieder hierher zurückkommen. Du kannst auch mit offenen Augen durch das Herz atmen und durch das Herz die Welt anschauen. Du hast uns die Sonne gebracht. Ja. Also ein schneller Weg ins Herz hinein. Dankeschön. Danke.